Es ist wohl so, relativ oft gibt es einen schlimmen Ausbruch der Sonne, einen Sonnenhurricane, einen Sonnenausbruch, und das wurde jetzt berechnet, würde das gesamte Stromnetz der Erde ernsthaft beschädigen, und zwar so schlimm, dass der Wiederaufbau, und das ist hier die einzig passende Bezeichnung, 4 bis 10 Jahre dauern würde. Schaden laut dem Versicherer Lloyd 2,6 Billionen Dollar, und das wären die Folgen eines schwachen Sturms. Wie wahrscheinlich ist ein solcher Sturm und was passiert bei einem Sonnenhurricane, der viel schlimmer ist? Jetzt in Klicks um Science und Fiction. Herzlich willkommen. Das Carrington-Event war so ein schwacher Sonnensturm. 1859 beobachtete der britische Astronom Richard Carrington einen außerordentlichen Strahlungs- und Teilchenausbruch auf der Sonne. Telegrafenleitungen hier auf der Erde sprühten im Anschluss Funken, und Nordlichter waren auf Kuba, Jamaika und Hawaii zu sehen. Eine solche Sonneneruption würde heute aber einen deutlich höheren Schaden anrichten. Das Stromnetz würde weltweit stark beschädigt werden. Die Folgen wären dramatisch und die Kosten lägen bei den genannten 2,6 Billionen Dollar. Einen Vorgeschmack lieferten die Sonnenstürme 1989 und 2003. Damals fiel der Strom im kanadischen Quebec aus. Die GPS-Signale wurden so stark gestört, dass Flugzeuge sich nicht mehr danach orientieren konnten, und ein 600-Millionen-Dollar-Satellit wurde zerstört. In den USA hat der Kongress 2015 deshalb einen Aktionsplan zum Weltraumwetter beschlossen, um die Folgen eines solchen Sturms abzuwenden. Doch bisher laufen diese Pläne ins Leere, weil man einfach nicht weiß, wie man sich vor solchen Sonnenstürmen schützen soll, beziehungsweise es einen massiven Umbau von allen Drahtverbindungen und vor allem des Stromnetzes in den USA bedeuten würde. Dazu gibt es aber noch keinerlei Anstalten, und in Europa wird einfach gar nichts getan. Und die Wahrscheinlichkeit, dass uns demnächst ein solcher Sturm trifft, ist mit 10% sogar relativ groß. Pete Riley vom Forschungsunternehmen Predictive Science im kalifornischen San Diego hat dazu die Daten vergangener Sonneneruptionen ausgewertet und ist zu diesem Ergebnis gekommen. Aber auch ein massiver Sonnenhurricane ist demnach gar nicht so unwahrscheinlich. Fusa Miyake, Physiker an der Nagoya University in Japan, und sein Team hat 2012 in 3-Jahres-Ringen massiv erhöhte Werte von Kohlenstoff 14, C14 gefunden, die auf eine sehr große Sonneneruption, einen Sonnenhurricane, schließen lassen. Das war in den Jahren 774 und 775, also vor mehr als 1000 Jahren. Damals gab es noch keine Kabel, keine Satelliten und so weiter. Die Auswirkungen dürften minimal gewesen sein. Und jetzt haben Manasvi Lingam und Abram Loeb von der amerikanischen Harvard University in einer aktuellen Forschungsarbeit 145.000 sonnenähnliche Sterne angesehen. Sie haben die Daten des Kepler-Weltraumteleskops analysiert und dort bei den untersuchten Sternen nachgesehen, wie oft solche Superausbrüche, solche Superflares stattfinden, und ihre Ergebnisse sind ernüchternd. Alle 2000 Jahre finden sie im Durchschnitt statt. Statistisch haben wir also noch Zeit, aber die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Sonnenhurricane ist da und steigt stetig. Und bisher gibt es keine einzige Idee, was wir dagegen tun können. Die Folgen wären dramatisch. Die gesamte Weltwirtschaft würde nahezu zum Erliegen kommen. Die Schäden wären im zweistelligen Billionenbereich. Es wäre wirklich, wirklich schlimm. Aber Loeb und Lingam haben eine Idee. Ein riesiger Drahtring zwischen Erde und Sonne. Er wird von Strom durchflossen und lenkt die Teilchen und die Strahlung ab. Gewicht 100.000 Tonnen, kosten rund 100 Milliarden Dollar. Aber ist so ein großes Projekt überhaupt möglich? Es wäre quasi unsere erste Alien-Megastruktur. Und es ist möglich. So viel hat nämlich die internationale Raumstation alles in allem gekostet, wenn nicht sogar mehr. Es ist also möglich. Aber ich fürchte, dass wir vielleicht noch den ein oder anderen Sonnensturm hier auf der Erde erleben müssen, bis die Menschheit hier aktiv wird. Wenn es Neues zum Thema gibt, dann erfahrt es natürlich hier. Drückt mir dafür hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr nämlich kein Video. Hier geht es weiter mit Alien-Megastruktur aufgeklärt. Dafür auf das Video klicken, und ansonsten bis dann. Bleibt dran.